Weiter mit Civ 6. Liebe Grüße an alle Leute, die da sind. 600 Civ-Fans sehe ich gerade auf Twitch. Liebe Grüße an die YouTube-Leute, die zugucken. Großes Finale. Wir versuchen heute fertig zu werden mit dem Kongo. Wir sammeln große Werke wie die Irren, haben ein Weltwunder fertiggestellt. Nächster Schritt Sendezentrum. Im Chat rief zwar irgendjemand nach dem nächsten Weltwunder, aber es könnte höchstens Broadway sein. Aber ich glaube, selbst das kommt. Zwei große Musikwerkplätze. Die Literaturwerkplätze sind egal, die war wie Sand am Meer. Das wäre so viel wert wie zwei Sendezentren quasi. Könnte man in die Wüste setzen. Da wollten wir eigentlich das hier hinsetzen. Das ist Estadio del Maracana. Das würde uns in Annehmlichkeiten schwimmen lassen. Das wäre auch eine Option. In zwei Runden ist es baubar. Broadway ging da auch. Also große Musikwerkplätze brauchen wir echt, weil die kriegen wir gar nicht alle untergebracht, ne? Was meint ihr? Chat, Broadway oder in zwei Runden das eines der stärksten, vielleicht das stärkste Weltwunder überhaupt, das es im Spiel gibt. Das Estadio de Maracana, das jeder einzelnen Stadt, egal wo sie steht, zwei Annehmlichkeiten gibt. Dann würden nach jetzigem Stand alle unsere Bürger nicht mehr zufrieden sein, sondern glücklich. Das würde bedeuten, dass auch ihre Kulturerträge überall um, ich glaube, 5% steigen. Die Tourismuserträge, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Tourismuserträge klappen, das weiß ich nicht. Wir haben hier schon einen Unterhaltungsdistrikt stehen mit Arena und Zoo. Darauf würde dann, damit man das Estadio de Maracana bauen kann, noch ein Stadion draufgesetzt werden. Das geht flink. Das ist die Frage, ne? Beides! Und das Broadway bitte auf dem Weizenfeld, heißt es im Chat. Die Frage ist, ob das Maracana-Stadion noch rechtzeitig fertig wird, um uns entscheidend zu pushen. Ich glaube, ich baue sogar Broadway. Wir können das andere auch hier vorne hinbauen. Ne? Das ist der Theaterplatz. Wir bauen erstmal einen Weltwunder hier, weil wir können nachher, wir können das auch hier vorne hinbauen. Das, die Weizenressource wird nicht gemacht. Ne? In jeder Stadt 6 Kultur, meinte Lorenchen. Nein. Echt, meinst du? Nein, 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 nein. Die 6 Kultur nicht. Das ist. Ach komm, du verwirrst mich nur mit Absicht, ne? Weil wir ja wieder auf der Gruppe, weil du. Ach komm, du hast ja ein durchsichtiges Manöver. Jetzt verliere ich wieder 20 Sekunden, einen solchen Pseudokommentar hier zu kommentieren. Dorinchen wetten. Worum wetten wir denn? Wir wetten um alle deine Bullenkarma-Punkte, ja? Um alle. Also im Tooltip steht das nicht. Weiß das jemand? Bitte mal irgendjemand. Ach komm, das erste, was ich jetzt erstmal hinsetze, ist. Jetzt bringt er mich echt durcheinander. Bitte mal googeln. Bitte mal irgendjemand auf in der Civ-Wiki nachgucken. Da steht das wahrscheinlich. Bitte mal alle anderen auch googeln in der Zwischenzeit oder in einem Reddit gucken, ob die 6 Kultur in jeder Stadt gelten. Laut englischer Wiki ja. Dschungelschleich, es gehört auch zum Team 2. Das muss mir jemand sagen, der nicht zum Team 2 gehört. Das Team 2 sind diejenigen, die unseren Sieg hier hinausschieben wollen. Broadway wird da auch schon gebaut, heißt es im Chat. Das ist ein guter Hinweis. Hat man schon geguckt, ne? Ja. Ach, ist so gut wie fertig. Damit ist das Broadway. Ja, hier ist es sogar schon. So gut wie, das ist, können wir knicken. Und das Maracana-Stadion nie und nimmer. Da sind wir garantiert die Ersten. Damit ist die Entscheidung gefallen. Ihr müsst nicht mehr gucken gehen, Leute. So, Christo Redentor steht. In zwei Runden geht es hier weiter mit dem nächsten Weltwunder. Dann können wir davor noch das Sendezentrum umsetzen hier. Kai der Keller. Dir glaube ich. Du gehörst nicht zum Team 2. Das mittlerweile ein sehr verrufenes Image hier hat. Im englischen Wiki steht drin. Ja, es seien 6 Kultur auch pro Stadt. Dann ist die deutsche Übersetzung defekt hier, ne? Mörderbär, danke. Kornspeicher gebaut. Wo? In Kohleküste hier vorne. Monumente geht ganz schnell. Theaterplatz dauert lange. Einmal ein Monument bringt 2 Kultur. Nächste Forschung. Uran entdecken.
25, das haben wir schon, Computertechnologie. Da ist eigentlich die Unterseeboote und die Seehäfen und sowas, das brauchen wir alles eigentlich nicht. Es dauert auch sehr lange. Plastik, alle Nahrung pro Fischerboote hilft uns sofort. Die Frage ist, wohin führt das? Baut zwei Sendezentren. Wir gehen mal auf Plastik. Ich weiß nicht, ob es zu irgendwas führt, aber würde geboostet werden durch die Ölquelle. Das heißt, unter Umständen kaufen wir doch einmal hier die Ölquelle dazu und schicken einen Handwerker hier hin. Dann geht das schneller. Der ist schnell hier. Eisenbahn bauen bitte. So. Der sollte gleich Tourismus Skiorte bauen. Ein weiteres großes Werk, eine neue Landschaft in Seidensee. Jetzt haben wir schon 63. Hier weiter rauf. Eisenbahnschienen bauen. Letzte Aktion. Ein Sägewerk bitte. Mit dem Handwerker, der mal hier gerade gebaut, konnten wir auch anfangen, Skigebiete zu errichten. Nachher. Einmal hier vorne hin. Und wieder eine Runde weiter. Geld, wir sind bei 2,3. Jetzt kann man dringend wieder was kaufen. Wir gehen nach Maiskrapschein, geben unser Geld aus und kaufen einen Theaterplatz. Der wird zu Ende gebaut. Oh, den wollten wir hier hinsetzen? Nein. Könnten wir hier draufsetzen auf den Hügel. Hier hätten wir einen plus einer Nachbarschaftsbonus. Dafür gebe ich aber, da würden wir Nahrung kaputt machen. Nahrungsüberschuss ist 8. Braucht die Stadt 10 Bürger? Eigentlich nicht. Wir machen die Maisressource hier kaputt. Achtung, das ist Überschwemmungsgebiet, allerdings ein sehr spätes. Ist trotzdem riskant. Denn beim Klimawandel geht es hier in irrem Tempo voran. Wir bauen lieber hier vorne auf dem Hügel. Da kommt ein Theaterplatz hin. Dann kaufen wir in derselben Stadt. Wie lange dauert der Bau eines Amphitheaters? 12 Runden. Wir kaufen ein Amphitheater. Und dann kaufen wir nächste oder übernächste Runde ein Kunstmuseum. Hier vorne in Maiskrapscha. So, Lotterleben. Macht hier ein Nickerchen und wieder eine Runde weiter. Schädel des heiligen Ober. Alle wollen ihn haben, weil er so viel Tourismus gibt und wir geben ihn nicht her. Wird nicht rausgerückt. Kommt nicht in die Tüte. Beziehungsweise aus der Tüte raus oder was auch immer. Schnapszahl wird im Chat gerufen. 666 Tourismus pro Runde. Ja, also ich will mal nicht so sein. Alle Twitch-Zuschauer in den nächsten, die jetzt eine Tasse hochhalten im Chat, wird sie einmal randvoll gemacht von, kein Chat macht da, und antworten: Dschungelschleichix. Der hat heute so viel Mist gebaut durch abnickende Kommentare mir gegenüber. Dschungelschleichix, ich werf dir mal, hol dir mal den Schlüssel. Zu den Schnapsfässern kannst du dir, ach komm, du weißt, wo der ist, du bist so durchtrieben. Und füll mal bitte allen, die die Schnapstasse hochhalten im Chat, bitte einmal ein Schnapstal, Schnaps rein, ja? Haltet euch bitte an Dschungelschleichix. Der hat es auch gerade entdeckt hier. Oh Gott, die sollen ja all die großen Werke von uns haben, geht gar nicht. Dschungelschleichix ist zuständig. Für alle spirituellen Geschichten, für alle Spirituosen. Genau, das war's. Eisenwallen, Sendezentrum. Wir können wieder ein großes Kunstwerk, ein großes Musikstück irgendwo hinsetzen. Schiffswerfte bringt nochmal mehr Geld. Einkaufszentrum bringt sofort
4 Tourismus mehr. In einer Runde können wir hier unseren Skiort bauen. Einmal hier hin, bitte. Ölquelle für einen Heureka. Nächste Runde werden hier Skiorte gebaut. Noch ein Handwerker. Rennt mal für die Skiorte nach links. Noch ein Handwerker. Rennt für die Skiorte nach oben. Da ist auch einer. Dann rennt er mal für die Skiorte hier nach links. Der steht schon an der richtigen Stelle. Alles bitte mit der Eisenbahn verbinden hier. Alles was geht. 2 Runden ist ja ein Unterhaltungskomplex fertig. Das sollte der Kollege dann. Hier oben ist für einmal Skiort. Der hier hat, glaube ich, nur eine Aktion, ne? Der reicht hier nicht ganz aus. Hier brauchen wir auch noch einen. Da kann einer runterrennen. Dann nehmen wir den hier vorne und dann übers Wasser. Dauert zu lange. Jetzt haben wir hier unten leider keinen. Dann nehmen wir den, schicken den in die Mitte und lassen den die Eisenbahn benutzen. Und wir haben da einen Militärpionier, der geht dann vielleicht doch runter und baut eine Eisenbahn. Erstmal da oben hin. Einmal komplett anschließen. Und eine Runde weiter. Nächste Runde oder diese Runde können wir das Kunstmuseum kaufen. Mal schauen. Einmal nach Seidensee. Hier war's, ne? Ne, da wo Rena ist. Rena kann auch wieder rüber in eine andere Stadt jetzt. Ein Kunstmuseum kaufen. Und Rena schicken wir nach Seidensee, Kohleküste. Ne, Seidensee hat ja schon einen Theaterplatz rüber und rauf nach hierhin, nach Spitzbull. Da geht Rainer hin. Hatten wir hier unten schon? Hier haben wir schon, ne? Der ist komplett ausgebaut. Ja, einmal nach Spitzbull. Und jetzt eine Runde weiter. Es passiert ganz, ganz viel. Tourismus, Wert Mai 666 beim Kultursieg. Es füllt sich langsam. Rockbands kommen auch noch. Jetzt kommen erstmal die Skiorte. Und da das hier eine Hochlandkarte ist, ist das richtig wichtig. Denn die Stadt hier, die Städte und die Landschaften zupflastern mit Skigebieten und jedes einzelne Skigebiet gibt 4 Tourismus mehr. Und eine Annehmlichkeit. Wir werden in Annehmlichkeiten ertrinken förmlich. Allerdings nur eine lokale. Das heißt, wenn eine Stadt von Bergen umzingelt ist und in Annehmlichkeiten schwimmt, kann die nicht weitergegeben werden an eine andere Stadt von der KI. Profisport sind die Skiorte. Wir können jetzt auch Wasserparks, Aquacentern bauen. Wir können in Unterhaltungsdistrikten Stadien bauen. Und wenn wir einen haben mit einem Stadion, daneben ein das Estadio da Maracanã bauen. Sport und Medien ist eine neue Karte, eine alte, die eine alte ablöst. Wir bauen. Theaterplatz-Festival abgeschlossen. Hatten wir alle Handwerker fertig bekommen? Ich glaube ja, ne? Ja, Punktlandung. Alle Handwerker exakt gerade fertig geworden. Sehr, sehr schön. Vielleicht kaufen wir hier unten noch einen. Nee, wir brauchen hier nicht unbedingt einen. Es ist nicht zwingend nötig. Ja, ein Skigebiet bauen neben Vulkanen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lassen wir mal bleiben. Also in Westweide bauen wir. Wohnraum brauchen wir. In Banza hatten wir schon einen. Oder?
Wo ist denn unser Mbanza-Distrikt hier? Sieht er den? Wo ist denn unser Mbanza? Hatten wir hier nicht einen? Ist das einer? Nee. Seht ihr den? Bei einem Kohlefeld heißt es. Gehört er nicht so heiße Füße hier oben? Stimmt, der gehört zur Westweide, sehr gut. Wir können einen zweiten bauen, aber wir können kein zweites Einkaufszentrum bauen. Bringt uns zwar ein bisschen mehr Wohnraum, wird aber auch irgendwas hier kaputt machen. Können wir aber machen. Kriegen wir hin. Noch mehr Wohnraum. Nahrung Gold ist in nur zwei Runden gebaut, weil unser Spezialdistrikt und schön billig. Relativen immer mehr Theaterplatz-Festivals. Wir machen es mal. Wir bauen den mal. Setzen den. Die Kornspeicher geht auch. Kornspeicher geht in nur eine Runde. Hebt das Wohnraumproblem für ganz kurz. Mansa gibt mehr Nahrung und mehr Wohnraum. Setzen den mal hier vorne hin. Hoppla, was war das hier gerade? Das kommt wieder weg. So, jetzt kommen die Skigebiete. Nächste Ausrichtung, die wir uns holen. Unternehmenslibertarismus. Das ist die nächste Regierungsform, aber keine, die uns hilft. Die brauchen wir nicht. Handelszentren, Lager, mehr Produktion, die haben wir alle nicht. Mehr Ressourcen müssen wir auch nicht sammeln. Weniger Wissenschaft ist uns auch egal. Also das hilft uns eigentlich gar nicht. Weltraumrennen wollten wir haben, damit wir den Tourismus durch große Musikwerke verdreifachen. Danach die Rockbands. Ja, Wasserschlange. Rockbands helfen normalerweise immens bei Kultursiegen, du hast absolut recht. In dieser Partie nicht ganz so sehr, weil wir ja als Kongolesen keine heiligen Stätten bauen können. Und damit uns die wichtigste Quelle für Glaubenspunkte versiegt war, die ganze Partie über. Wir haben einige ausgegeben für vier oder fünf Naturforscher, um Nationalparks zu bauen. Seitdem sparen wir. Ein paar Rockbands können wir kaufen, aber nicht viele. So. Moment, was hatten wir gerade uns geholt? Eine neue Politikkarte. Die hier brauchen wir nicht unbedingt. Die Anfragekarte brauchen wir nicht mehr. Die geht raus. Eine Kulturkarte bleibt übrig. Wir können den großen Musiker wieder reinnehmen. Denn vier große Musiker pro Runde für jedes Sendezentrum. Wir bauen im Augenblick viele zu Ende. Das bringt uns extrem viel. Rest bleibt so, wie es ist, ja? Opernhaus hatten wir drin. Das hatte uns lächerlich wenig gebracht. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Und die Sportmedien, so groß ist das nicht bei uns. Nämlich die Nachbarschaftsboni der Theaterplätze, das bringt nicht genug. Lassen alles, wie es ist. Die einzige Frage wäre, ob wir die Demokratie verlassen, um die nächste neue Regierungsform uns zu holen. Demnächst den Unternehmenslibertarismus. Aber viel cooler wäre natürlich die digitale Demokratie, die uns so viel mehr Annehmlichkeiten und Kultur bringt. Da will ich hin. Und im Augenblick geht es eh noch nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Nee, Liberalismus brauchen wir nicht. Wir haben genug Annehmlichkeiten demnächst. Ich glaube, es geht auch so. Finde ich. Man kann so anders machen, aber Mörderbär, aber ich würde es so machen. So, Petra, Einkaufszentrum steht nochmal 4. Tourismus, jetzt sind wir bei 671. Wo stehen wir im Kultursieg? 93. Vergesst die Anzeige 73 Runden, aber wir verkürzen den Abstand. Sendezentrum 16 Runden ist viel zu lange, das muss gekauft werden. Wollten hier einen Hafen hinsetzen. Der wird in 15 Runden fertig. Alternative wäre, dass wir auch hier die Theaterplatz-Festivals bauen. Nur die Produktion ist so gering, das dauert lange, das bringt nicht so viel. Ein Hafen würde mehr bringen, wenn er rechtzeitig fertig würde. Sendezentrum bauen wir nicht, Sendezentrum kaufen wir irgendwann.
Ob es eine Eureka gibt für die digitale Demokratie, fragt unser Christoph. Gibt sicher, ich kenn's nicht oder ich vermute. Wissen das die anderen? Notfalls mal parallel ZIF-Starten nachgucken. Was ist das normalerweise? Wir haben ja einen Fog of War quasi im Tech-Tree, weil wir mit zufälligen Technologiebäumen, Forschungsbäumen spielen. Was ist normalerweise das Eureka oder die Inspiration für die digitale Demokratie, bitte? Habe ich die Politik nicht bestätigt? Tatsächlich, das gibt's ja gar nicht. Wieder raus, danke. Lieben Danke an Second TV. Gut aufgepasst, danke. Jetzt aber. Danke dir. So, jetzt wieder hierhin. Eine Rockband zu besitzen, meint Bena. Könnte, steht in der Zyklopädie. Du meinst Zivilopädie. Ich glaube, die Zyklopädie, das ist, glaube ich, die so ein Buch, in dem die Zyklopen immer lesen. Mit einem Auge nur. Das ist echt schwer. Ja, komm, entschuldige. Was um da liegt. Ganz süßer, süßer Tippfehler gerade. Aber es hilft gerade offen, meinte Bene. Und es ist wirklich eine Rockband zu haben. Ja, das haben wir dann ja in Kürze. Gut. Also Monument in Spitzbühel fertig. Wir können den Theaterplatz schon platzieren. Nahrung hier vor Ort ist allerdings hungert. Wir haben gleich wieder einen Bürger weniger. Sobald sie vor Ort da ist, setzen wir den Theaterplatz hin. Bis dahin bauen wir den Kornspeicher. Der wird rechtzeitig fertig hier. In 5 Runden. Mir gibt auch eine Nahrung mehr. Und jetzt kommen die... Jetzt kommen die Skiorte, Leute. Wir gehen mal systematisch vor. Der ist gerade fertig geworden. Einer hierhin, neben den Vulkan nicht. Einer hier, die müssen immer einen Abstand haben dazwischen. Ein Skiort hierhin. Und es sollte auch eigentlich Folgendes passieren jetzt. Keine Inspiration, keine Eureka, schade. Ich dachte es, wir würden es schaffen. Jetzt schauen wir zu Beginn mal, bevor wir die Skiorte bauen, auf unsere Zufriedenheit. Fast alle Städte zufrieden, 2 begeistert. Schauen wir mal, wie sich das verändert hier. Da ist einer. Jetzt mal durchzählen. Der kann hier... Achso, die sind alle im 4. Ring. Scheibenkleister. Die können wir alle nicht kaufen. Den ersten, den wir bauen können, ist der hier unten. Einer, 2, 3. Alles andere ist... Das... Nee, mehr geht gar nicht. Erster, 2., 3. Ja, mehr geht eh nicht. Einmal hier bitte. Und den brauchen wir hier unten. Der hier vorne. Einmal hier vorne bitte. Der zählt hier jetzt einmal durch. Nummer 1. Der baut einen dann hier vorne hin. Er baut einen Überkante hier hin. Dann baut der einen hier vorne hin. Sehr schön. Ein Ski auch nach dem anderen. Es gibt weltweit keine skibegeisterte Nation als die der Kongolesen. Da soll noch jemand sagen, in Afrika wäre es immer nur warm. Sieht ganz anders aus. Schaut euch das mal an hier. Und die sind auch grafisch und sehr hübsch, finde ich. Schaut mal. Also macht immer Spaß, die anzugucken. Die sind echt süß geworden hier. In das Nahpark geht kein Skiauto, mein Dschungelschleichigst. Nein. Meinst du wirklich? Bitter. Kriegen wir gleich raus. Ich glaube, du hast allerdings recht. Einmal eine Ölquelle. Eureka fürs Plastik. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Runden hier, dann haben unsere Fischerboote mehr Nahrung. Hier vorne einmal bitte. Und jetzt bauen wir, also da hinten rausbauen, kann man auch machen. Aber wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir bauen einmal hier nach links rüber. Hier auch einmal ausbauen bitte. Und wieder eine Runde weiter. Ja?
Also das sollten wir auf jeden Fall gewinnen, die Weltausstellung. In 4 Runden bekommen wir haufenweise große Persönlichkeitspunkte. Und die nächsten bekommen wir hier schon in nächste Runde. Bekommen wir Sofonisba Anchisola, eine große Künstlerin. Und den Kollegen hier vorne in 2 oder 3 Runden hier. Franz Liszt, den Komponisten und Pianisten. Eine Runde weiter. Hatschi, Jens, unser Musiker. Liebe Grüße in Hamburg. Stimmt das Lied an? Après Ski, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Writing Ball. So, jetzt schwimmen wir wahrscheinlich schon in den ersten Zufriedenheiten überall. Es geht. Noch immer nur zufrieden. Da arbeiten wir aber dran. Hier vorne Sendezentrum. Sehr schön. Nächster Schritt war Stadion, damit wir das Weltwunder bauen können. Ah, das könnten wir auch sofort bauen, wenn wir das Stadion kaufen würden. Aber ich glaube, für den Kultursieg... Wo ist das denn? Das ist gerade eine Maracana. Die ja 15 Runden, finde ich eigentlich wichtiger, all die Sendezentren zu kaufen. Wollten wir nicht hier noch was kaufen? Leute, da war da irgendwas mit Puzzeln. Wollt ihr mich noch nicht noch irgendwas rüberrufen? Da war da irgendeine Sache, dass man noch was puzzeln konnte bei den Museen. Ruft mir das bitte mal zu. Ich habe es vergessen. Deshalb kann ich euch auch nicht daran erinnern, dass ihr mich daran erinnern müsst. Hast du? Ja, es kann sein. Du hast es ja wirklich. Da steht Blaubarschbube, WB, jetzt wieder Kunstwerke tauschen. Das sehe ich jetzt erst. Ich nehme alles zurück, dank an den Blaubarschbuben. Auf dich ist Verlass. Cyril meint, habe ich auch. Also Blaubarschbube, das sehe ich auf jeden Fall schon mal gerade. Danke dir. Was wollte ich gerade machen? Wir wollten noch was kaufen mit Gold. Ich glaube, das war... In Maiskrapscher noch ein Sendezentrum, oder? Da ist es. Und jetzt schauen wir mal. Haben wir noch einen großen Musiker irgendwo? Nee, ne? Haben wir die alle schon verbraucht? Sachen gibt's. Dann hier in der Banana Bull wieder. Sendezentrum auch fertig. Ja, dann können wir eigentlich das Stadion vielleicht sogar kaufen hier. Das dauert allerdings 2, 3 Runden, dass man das kaufen kann. 2 Runden. Wir bauen es schnell. Das ist die produktionsreichste Stadt hier. Das kann man auch bauen können. Bin ich zu geizig für gerade. Dann hier vorne Unterhaltungskomplex. Nächster Schritt einmal Arena. Kohleküste Monument. Nächster Schritt Theaterplatz oder Hafen. Oh, Theaterplatz wollten wir ja auch noch kaufen. Hatten wir nicht gekauft. 4 Bürger, das heißt, man kann 2 Bezirke bauen. Hier ist noch keiner gebaut. Könnte also einen Hafen bauen in 20 Runden oder den Theaterplatz nachher kaufen. Wir werden wahrscheinlich den Theaterplatz kaufen. Wir bauen mal den Hafen hier hin. So, dann hier vorne, also wenn man im Naturschutzgebiet nichts machen kann, einen Skiort bauen kann, dann können wir eigentlich nur noch hier vorne einen machen. Und der hier vorne wiederum, der baut hier ein. Sehr schön. Der kann hier einen bauen, mit der Eisenbahn rüber. Einmal hier vorne. Da geht nicht. Das gehört zu einem... Das gehört zum Stadtstaat. Okay, ein weiterer Skiort. Dann war noch der Kollege hier, der hier hin wollte. Nächste Runde hier nur einen baut. Der kann hier auch im Nationalpark keinen bauen. Aber hier und da kann man welche bauen. Einmal hier hin. Und der hier wiederum kann hier vorne einmal bauen. Ja, sehr schön. Geht ja.
in Berg könnten wir kaufen, ja. Aber man kann nicht zwei Skiorte nebeneinander bauen, Max, bei Tesla, falls du diese Stelle meinst. Wir können gleich nur gucken, dass wir Ressourcen verkaufen, ja. Ja, hätten wir etwas mehr Gold, Dschungelschleichix. Da hast du recht. Das ist auch keine Ablenkung, da hast du einfach recht. Geld brauchen wir dringend. Danke, dass du mitdenkst und willst, dass wir möglichst schnell den Kultursieg bekommen. Danke an Dschungelschleichix, dass du über deinen Schatten springst hier. Das weiß ich sehr zu schätzen. Bisher hatte ich ja einen etwas zweifelhaften Eindruck von dir, aber ich nehme alles zurück hier. So. Das könnten wir auch kaufen hier. Er würde nochmal 4 Tourismus bringen und wäre verhältnismäßig billig. Immerhin, bitte. Werde ich träumen. Danke fürs 30. Abo. Sehr, sehr lieb. Ja, läuft gut. Wo stehen wir beim Tourismus-Sieg? Knapp über der 100er Grenze. Ich bin doch mittlerweile ein bisschen pessimistisch, ob wir es heute hinkriegen. Kann sein, dass wir es heute nicht schaffen, wo ich ja doch durchaus zügig spiele. Mal gucken.